Und das will ich gar nicht. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ja, es ist jetzt, ich habe alles über den Haufen geworfen und was du schon sagst, ich gehe jetzt nur noch barfuß, wo ich dann immer sage, warum so? Was soll denn das so? Ne, weil das ist irgendwie, ich habe es nie wieder gefunden, aber es ist wohl irgendwie ein chinesisches Sprichwort, nichts Extremes ist von Dauer. Und da glaube ich immer sehr fest dran und bin eben auch so eher auf dem Mittelweg, wie du sagst. Und ich habe halt auch irgendwie Bock, Schuhe anzuziehen. Und es ist nicht automatisch für jeden gut, barfuß zu gehen. Moin, liebe Monkeys, und willkommen zu einem neuen Video. Und diesmal ein neues, spannendes Interview. Und ich würde mal sagen, das ist so ein Remake von, wir haben soeben gemutmaßt, wann das erste Interview war. Das erste Interview, was ich mit dir und damals auch dem Dominik gemacht habe, zum Thema Barfuß, Laufen, Barfußschuhe und so weiter, war irgendwie 2016, vor 3 Jahren ungefähr. Also schon eine ganze Weile her. Deswegen habe ich gedacht, machen wir doch mal die 2019-Edition, denn man muss sagen, der Trend Barfußschuhe, der ist so auf dem Aufwärtsgehen, auf dem Aufwärtsberg, was ich persönlich sehr, sehr befürworten kann. Und deswegen möchte ich 2 Experten nochmal zu Rate ziehen, zur Seite holen, um euch so ein bisschen ein Bild davon zu geben und Verständnis dafür zu geben, was hat es denn mit Barfußlaufen eigentlich auf sich? Und da gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die man so falsch machen kann oder auch nicht. Dazu werden wir gleich kommen. Aber erstmal, moin Pelle, moin Ben, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier sein darf. Und willkommen. Oh, vielen Dank, hier im schönen Kolonia. Wir sind im Vivo Barefoot Store Köln. Einfach mal die Frage so in den Raum geschmissen. Ihr greift einfach derjenige, der schneller ist am Mikro. Der hat das erste Wort. Ganz einfach, warum barfuß? Warum barfuß? Weil barfuß keine Sprengung hat, weil barfuß keine negative Auswirkung auf die Zehen hat, weil barfuß mega cool ist, weil man sehr, sehr viel spürt. Und es geht sehr, sehr viel übers Spüren nun mal. Ja, und weil die Schuhe einfach möglichst wenig Einfluss auf den Körper haben. Und das ist dann natürlich aus der Natürlichkeitsperspektive nicht verkehrt. Finde ich das schon mal sehr einfach. Das finde ich, ist ein super leichter Einstieg. Hast du noch etwas, Pelle, bei dem du sagst, okay, das gebe ich den Leuten immer so an die Hand, die vielleicht noch keinen Kontakt zum Thema Barfuß hatten, die jetzt reinkommen und sagen, ja, aber meine so und so füge beliebige Sportmarke ein, Schuh ist aber voll bequem. Ja, Bequemlichkeit ist ja so eine, ist ja nicht unbedingt ein Freund der Gesundheit. Und also wenn es bequem ist, dann muss es nicht unbedingt gesund sein. Und trotzdem sind unsere Schuhe bequem. Und du hast ja gefragt, warum barfuß? Ist ja nicht ganz passend, du bist ja hier in einem Schuhladen. Und das ist jetzt eher die Frage, was ist jetzt das Besondere an den Vivo Barefoot Schuhen? Und dann ist natürlich eben, dass man das Gefühl haben soll, dass man keine Schuhe trägt, dass man was für seine Füße tut, dass wenn es sich eben barfuß anfühlt. Und ich würde halt immer sagen, dann darf es auch mal unbequem werden. Machst ja in all deinen Videos, da wird es ja auch mal unbequem, bevor es gut wird wieder. Ne? Ey, ich finde das voll gemütlich, im Spagat rumzuhängen. Ja, also. Ja, eben. Aber es ist erstmal unbequem, da reinzukommen. Ja, richtig. Ja. Bezüglich dessen eine interessante Sache, die du gesagt hast, wegen Schuhe. Ja, natürlich, Vivo Barefoot, es geht um das Thema Schuhe. Und warum ich so barfuß mit dem Thema, wenn ich jetzt sage, ne, Thema barfuß, mit dem Thema Vivo Barefoot eigentlich gleichsetze, ist, weil ich persönlich bin jemand, der sagt, okay, barfuß laufen, okay, in der Natur, cool, aber ich meine, gucken wir uns draußen die Straßen an, die sind auch nicht natürlich. Also warum sollten wir dann komplett barfuß laufen? Wenn man das macht, ist das an sich nichts Schlechtes, das ist durchaus auch sehr gut, selbst wenn Concrete und Asphalt jetzt kein natürliches Terrain sind. Aber ich finde auch da wieder so diesen Aspekt sehr wichtig, let's be real. Also es wird nahezu keinen geben, bis hin zu, ich sag mal, vielleicht so 3-4%, die sagen, alles klar, ist mir scheißegal, was alle anderen denken, das ist ja bei Mobility schon schwierig, ist mir total egal, ob nass, kalt, Schnee, Winter oder irgendwas, ich gehe trotzdem komplett barfuß. Deswegen finde ich das eigentlich die perfekte Lösung. Und für mich ist das das Barfußlaufen im Jahr 2019. Wenn wir jetzt mit dem Thema einsteigen und es kommt jetzt ein Kunde in den Laden und sagt, hey, ich habe davon gehört,
Das ist interessant. Ich habe gehört, irgendwie, es soll Rückenschmerzen beheben und so weiter. Natürlich jetzt mal erstmal sehr plakativ, aber wie holt ihr denjenigen ab, dass er das ein gesundes Allgemeinverständnis von dem Thema bekommt? Ich würde die Taktik immer wählen, den Herrn oder die Dame erstmal auf den Boden der Tatsachen zu holen. Das heißt, ihm erstmal klar machen, dass der Schuh von sich aus keine Rückenschmerzen wegzaubert, keine Knieschmerzen wieder wegzaubert und keine neuen Menisken produziert, sondern erstmal nur die Basis für die Zukunft bietet. Das heißt, es steht Bewegung im Vordergrund, es stehen korrektive Übungen im Vordergrund und es steht die Entwicklung im Vordergrund mit den Barfußschuhen und dem Menschen dann ganz klar machen, dass er was tun muss dafür und nichts von alleine kommt. Ihr bietet ja dann auch Kurse an, letztendlich um korrektive Übungen zu zeigen, die Anatomie zu erklären, das Laufen zu erklären. Ich habe damals den Kurs bei dir besucht, also für mich den ersten Laufkurs und Barfußkurs. Und ich fand es einfach interessant, erstens, wie nah an der Natur es natürlich ist. So ist komplett ein Mindset-Shift gewesen. Wie holst du die Leute im Kurs ab und wie ist so ein bisschen die, ich nenne es gerne das Storytelling, also wie baust du das Ganze auf, zu sagen, pass auf, das, was wir als normal bezeichnen, das ist nicht normal. Ich mache das gar nicht. Also Storytelling vielleicht, ne? Woher kommt diese ganze Barfußbewegung? Da gehen wir schon drauf ein, aber ich setze immer voraus, dass die in den Kurs kommen, dass die schon ihre eigene Story mit im Gepäck haben und bin da beim Ben. Die muss man erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Und die wollen uns oder mich in dem Fall dann gerne als denjenigen sehen, der noch mehr daran glaubt. Und allein dann wird es für mich schon so eine Glaubenssache und so ein Dogma. Und das will ich gar nicht. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ja, es ist jetzt, ich habe alles über den Haufen geworfen und was du schon sagst, ich gehe jetzt nur noch barfuß, wo ich dann immer sage, warum so? Was soll denn das so? Ne, weil das ist irgendwie, ich habe es nie wieder gefunden, aber es ist wohl irgendwie ein chinesisches Sprichwort, nichts Extremes ist von Dauer. Und da glaube ich immer sehr fest dran und bin eben auch so eher auf dem Mittelweg, wie du sagst. Und ich habe halt auch irgendwie Bock, Schuhe anzuziehen. Und es ist nicht automatisch für jeden gut, barfuß zu gehen und barfuß zu laufen. Bin ich längst von weg, es hat sich längst abgeschliffen, so meine Meinung dazu. Und ich bin da eher ganz gemäßigt mittlerweile. Und wenn Leute dann sehr extrem sind, dürfen sie das sein, aber ich bin das nicht. Für mich ist wichtig, dass man wieder ein bisschen mehr Kontakt bekommt zu sich selbst, zum Boden, vor allen Dingen zur Körperbalance. Ich halte das für die wichtigste Kondition, die verloren gegangen ist, ne? Balance im Alltag, Standfestigkeit bekommen auf einem Bein und so. Und ich glaube, dass Leute mehr Handstand und Flickflacks können, als auf einem Bein ordentlich zu stehen. Ja, es ist Coole Aussage, ja. ja, Und tatsächlich. rückwärts gehen und einfache Dinge, die wirklich schon in Kindersportunterricht nicht mehr gehen und so, ne? Und das kann man barfuß ganz anders, weil dafür ist der Fuß das Messinstrument überhaupt für unsere Lageempfindlichkeit im Raum, im Stehen, im Gehen, im einzelnen Schritt, ne? Und da wieder mehr hinzuschauen, dass die Leute das wieder wahrnehmen. Also eine ganz nüchterne Angelegenheit eigentlich. Und das ist dann auch immer in der ersten Hälfte, ich hatte jetzt gerade am Wochenende einen Kurs, in der ersten Hälfte, den ersten 3 Stunden, ziemlicher Hammer auf dem Kopf, wenn wir dann sagen, so, das ist hier kein Folge dem Schuh und so, ne? Oder sondern irgendwie erstmal eine ziemliche krasse Aussage und wir gehen sehr individuell auf alle ein. Also wir machen wirklich fast ja eine Anamnese mit jedem, um dann am Ende aber doch zu sagen, okay, und jetzt kann man gucken, was geht jetzt für jeden, wie viel kann sich jeder mitnehmen, um dann zu schauen, wie es weitergeht. Aber es muss nicht jeder barfuß laufen. Das ist dann auch, dann ist es nämlich Trend. Dann geht das einmal so und dann geht es wieder runter, wenn dann die ganzen Verletzungen kommen. Wir machen Verletzungsprophylaxe. Nur die Leute wollen schon und wir sagen, wir gucken mal, ob es wirklich hinhaut. Da holt man die Leute auch besser ab. Dann sagen die, ich will aber dazugehören. Und dann sagen wir, ja, müssen wir noch mal gucken. Ja. Sehr interessant. Finde ich, ist eine sehr gute und gesunde Einstellung auch dazu. Mein erstes Buch hieß auch Pragmatisch gesund, weil ich eben auch diese Dogmen, die gerne in den Gesundheitsthemen und so weiter immer wieder kommen, weil Lese ich jeden Abend ja, dein Buch. das freut mich. ich habe euch kein Buch mitgebracht. Oh Gott. Das neue Calisthenics X Mobility Buch, Link in der Beschreibung.
Also, was ich meine, ist letztendlich, ne, diese Dogmen sind, was das Thema Gesundheit angeht, ich finde es krass, dass diese Industrie letztendlich Vorreiter ist, wenn es darum geht, plakativ eine Sache rauszuhauen und die als Nonplusultra darzustellen. Deswegen ist mir das Ganze auch sympathisch, seid ihr mir natürlich auch super sympathisch, weil das Thema auch Assessment so groß geschrieben wird bei euch, weil eine Evaluation, und das sage ich auch immer wieder im Coaching, das ist so die Basis von Physiotherapie, von einem Personal Training, von egal was, was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Man kann nicht eine Aussage pauschal treffen für 150.000 Menschen. Deswegen die weiterlaufende Frage einfach mal, für wen ist denn Barfußlaufen jetzt nicht geeignet? Und was könnte derjenige vielleicht tun, um dahin zu kommen? Schwierige Frage. Man filtert das im Kundengespräch, wenn es um die Barfußschuhe geht, sehr, sehr stark raus. Wenn Menschen sehr, sehr gemindert sind in der Balance, in der Empfindsamkeit, wenn Menschen barfuß oder auf Socken gar nicht mal über die Steine vorne im Barfußpfad kommen, dann würde ich das schon mal direkt als ganz, ganz wichtigen Punkt ansehen. Noch nicht sagen, für dich ist es nichts, aber dass er besonders stark aufpassen muss. Für Leute, die natürlich durch gesundheitliche Einschränkungen, durch Verletzungen stark gemindert sind, wo Verletzungen noch zu frisch sind. Manche Menschen kommen in den Laden zu uns und wollen nach oder in der Reha die Schuhe nutzen und die Schuhe beginnen tragen. Dann würde ich das auch schon mal verneinen und sagen, hey, kurier erstmal deine Verletzung aus, baue die Reha erstmal in Ruhe auf und komm wieder, wenn das Knie stabil ist. Lauf viel barfuß, geh viel barfuß zu Hause, im Garten und so weiter, aber lass das mit dem Barfuß schon erstmal sein. Sowas kann man individuell, wenn man gewisse Merkmale, gewisse Argumente durch das Kundengespräch findet, schon mal bringen. Ja, aber sonst sehr, 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 sehr individuell vorgehen. Ja. Das ist auch das, was ich immer sage, wenn jemand in Workshops sagt, ach, Leon, du, ich habe hier Schulterschmerzen. Welche eine Übung kann ich machen? Ne? Und das ist dann immer die Aussage, die ja jeder gute Coach oder auch Berater stellt oder gibt die Aussage, ja, es kommt drauf an. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann startet die Reise ja letztendlich. Du hast gerade eben auch gesagt, so, give me the mic. Was fällt dir dazu noch ein oder was ist dir besonders wichtig, jemandem zu vermitteln oder wie das Ganze zu vermitteln? Ob barfuß das ganze Thema für ihn auf jeden Fall weiter verfolgt werden sollte oder nicht. Ich war noch bei der Frage, für wen es nichts ist. Ja. Und da ist eher so der, also für mich sind wichtig so die Menschen mit angeborenen Fußdeformationen, der Klumpfuß schlechthin, da sind wir nicht für ausgebildet, beziehungsweise da mache ich einen großen Bogen drum, weil da sage ich halt einfach, das ist nicht unser, da ist nichts entstanden durch die, sag ich mal, Ontogenese des Einzelnen, dass er da irgendwo sich hinentwickelt hat. Der ist so geboren, der Fuß ist deformiert, da kann man sich ruhig auch auf die Orthopädietechnik etc. berufen und sagen, bleib mal da. Wir hatten eine Patientin, sag ich schon, eine Kundin, die war Polio, die war Polio erkrankt Kinderlähmung seit dem 7. Lebensjahr und die war 75 und die Tochter meinte, ob das nicht eine gute Sache für die Mutter wäre, wo ich dann sagte, das ist doch jetzt Mumpitz, ne? Lassen Sie doch Ihre Mutter einfach jetzt in Ruhe damit. Und die kam dann auch irgendwann wieder und holte dann Schuhe für sich, weil sie es auch cool fand, dass wir da irgendwie ehrlich gewesen sind. Ne? Klar hätten wir da irgendwie so einen Schuh überziehen können, die saß im Rollstuhl, aber das musste einfach nicht sein, ne? Weil, dann hast du es gerade gesagt, Polyneuropathien, also bei Menschen, die jetzt wirklich Sinnesempfindungen, Parästhesien haben, also Menschen, die Diabetes haben, mit Mikroangiopathien, Polyneuropathie eben, also solche Menschen sollten das immer in Absprache mit dem Arzt machen. Und ich verweise auch gerne auf den Arzt bei allen Menschen, die mit Hüft- oder Kniegelenksprothesen kommen, also so ein TEP oder totale Knieendoprothesen, das ist einfach viel zu heikel, da einfach eben pauschal zu sagen, ist für alle gut, das Kniegelenk funktioniert doch, der Fuß wird's schon richten, das ist einfach zu gefährlich. Da kann man einfach auch die Orthopäden mit ins Boot holen. Ich finde das halt auch wichtig, denen jetzt nicht irgendwo die Patienten da wegzunehmen und zu sagen, wir wissen es besser. Das alles andere ist der Fall, weil ich meine, die kennen sich auch aus in ihrer Materie, die haben halt vielleicht einen anderen Ansatz, eher so was Reparatur
Artiges und Symptombekämpfendes. Und wir wollen eher an die Ursache ran. Und ich glaube, wenn die das Ganze ein bisschen ausschleichen und wir so ein bisschen aufbauen, dann ist das eigentlich ein guter Weg. Ja. Also auch wenn Leute mit Einlagen kommen und dann immer sagen, kann ich denn jetzt die Einlage da rein tun, sage ich schon mal gerne ja, jeden zweiten Tag gerne. So, dann kriegt der Fuß schon mal Abwechslung und der profitiert trotzdem von der Breite. Ich will jetzt nicht sagen, dass Einlagen gut sind, aber wenn sie oder wenn jemand mit dem Gips zu mir käme, weil das Bein gebrochen hat, dann trete ich mir auch nicht den Gips kaputt und sage, versuch mal ohne, das ist viel natürlicher und so, ne? Und hüpf auf einem Bein, das heilt dann schon. Das hat ja erstmal einen Sinn und dass man das ausschleicht und das andere aufbaut in der gleichen Zeit, wie der Ben das schon gesagt hat. Mhm. Ne? Und nicht radikal. Ja. Ja. Da fällt mir eigentlich Folgendes zu ein, so als weiterführende Frage. Er hatte gesagt, ja, korrektive Übungen mitzugeben und so weiter. Wo fängt das Ganze bei euch an? Weil letztendlich, das, was ich auch immer mitgebe, was ich auch von euch gelernt habe, ist, ne, nicht direkt zack, Schuh an und los geht's. Und dann laufe ich damit erstmal 45 Minuten meine Joggingrunde und so weiter. Ne, weil ich habe jetzt einen neuen Schuh, ist voll gesund und ab dafür. Das dann bis hin zu, er hatte mal die Geschichte erzählt, dass dann Kunden reinkommen und sagen, der ist scheiße, ich habe mehr Schmerzen und so weiter und so fort. Na, was ja aber letztendlich nicht an dem Schuh liegt, sondern an dem, was sie an Hardware in diesen Schuh gesteckt haben und an Software letztendlich, die diese Hardware kontrolliert. Also ne, das Nervensystem, was den Fuß nicht richtig ansteuert, nicht richtig fühlt, nicht richtig wahrnimmt, Stichwort Propriozeption etc. Das war jetzt wieder eine kleine Ausführung. Letztendlich die Frage nochmal, wo beginnt ihr denn bei Übungen? Was ist so ein Teil? Und wir werden natürlich noch ein zweites Video machen, wo wir so ein paar Übungen zeigen werden und so weiter. Aber wo beginnt ihr dabei? Ganz oft muss beim Spüren begonnen werden. Das heißt, dass der Mensch erstmal wieder lernt, etwas in seinen Füßen zu spüren, dass da keine Hülle, dass da kein Schaumstoff, keine Ledersohle zwischen ist, sondern erstmal im Training, in den Übungen gar nichts, sondern komplett barfuß, natürlich in den Schuhen schon eine gewisse kleine Sohle, dass viele Sinnesreize wieder auf den Menschen einprasseln und das dann in erster Linie durch die Fußsohle. Und dann geht es darum, wieder diese Verbindung von dieser ganz, ganz peripheren, von diesem peripheren Organ Fuß zur Birne hier oben. Diese Leitung muss wieder geöffnet werden und der Rost muss rausgedrückt werden. So kann man sich das ganz gut vorstellen. Das heißt, sie muss bewegt werden, man muss den dicken Zeh wieder ansteuern lernen. Das heißt, neuromuskulär eine Leitung aufbauen. Und damit geht es meiner Meinung nach immer los. Wenn das funktioniert, wenn die Leitungen frei sind, dann kann gearbeitet werden, dann kann trainiert werden. Und das natürlich dann auch methodisch, didaktisch, klassisch, trainingswissenschaftlich aufgebaut. Mhm. Ja. Ja, ich sage da immer gerne, never add load on dysfunction. Ja, also das, was ja viele Leute machen, ist in ein schlechtes Fußgewölbe, dann aber noch, ey, ich habe heute 100 Kilo Backsquats geschafft. Da ist aber immer die Frage, wie? Ja, und hast du dabei auf dein Fußgewölbe geachtet und so weiter? Das ist jetzt so der Performance-Gedanke, den ich dahinter noch natürlich habe, um das auch so applikabel zu machen für diejenigen, die zum Beispiel ne, von Max Lang rüberkommen und deswegen sich die Mobility-Videos angucken und so weiter. Ne, das Thema Sprunggelenk für eine tiefe Kniebeuge und für dann letztendlich auch das Training, das wirkliche Krafttraining, absolut essentiell. Bei den ganzen Übungen. Du hast jetzt gerade so gesagt, so das Zehen ansteuern und so weiter. Da sieht man immer ganz witzige Dinge zuerst. Was wäre da noch zu sagen zum Thema Fußgewölbe? Vielleicht, dass ihr da nochmal so einen kleinen Exkurs gebt, weil das ist was so Wichtiges, das möchte ich auf keinen Fall, dass das nicht in diesem Video ist. Deswegen gerne nochmal so ein bisschen einen Ausflug, was das Thema Fußgewölbe und Fußanatomie angeht. Wie sollte es eigentlich sein? Flacher, als man denkt. Okay. Und ja, weich, flexibel und gar nicht so hoch aufgebaut, wie es gerne von der Orthopädie und dem normalen ja, Sportwissenschaft auch noch immer gelehrt wird. Das muss hoch stehen, aber dieser High Rigid Arches, sagt man, diese ne, starren, hohen Fußgewölbe sind kaum in der Lage, Stöße abzufangen. Sie sind hocheffektiv, aber eben auch ganz schnell geschädigt. Mhm. Die Elastizität, die steigt und
die Verletzungsanfälligkeit aber auch. Und deshalb ist es wichtiger, den Fuß tatsächlich ein bisschen flacher zu bekommen. Ich zeige das immer gerne an der Hand anstatt am Fuß. Das haben wir vielleicht damals schon mal gemacht, das kann ich dir nachher nochmal zeigen. Dass man einfach weiß, wie wenig man eigentlich an Gewölbe braucht, um wirklich massive Stöße umzuleiten, ne, und durch Verformung in Wärme oder so umzuwandeln. Mhm. Da muss halt einfach gar nicht so viel stehen, wie man denkt, meiner Meinung nach. Und es ist viel wichtiger, dass der Fuß anpassungsfähig, mobil ist und die Stabilität muskulär gegeben ist, aber nicht durch den knöchernen Bogen so hoch aufgebaut ist. Mhm. Das wäre jetzt meine Ansicht. Ich hänge aber noch bei der Frage von davor. Bitte. Ja, und zwar hast du von Software und Hardware gesprochen. Ja. Und der Ben hat ja jetzt eine Hardware-Antwort gegeben, und du hast eigentlich auch meiner Meinung nach von Hardware gesprochen und Hardware. Also du hast von dem muskuloskeletalen System gesprochen und vom ZNS. Aber die Software ist für mich immer die Bewegungsidee und das Bewegungsbild, was Leute haben. Und das fängt hier bei uns ganz, ganz, ganz früh an. Und zwar beim ersten Reinkommen in den Laden, beim ersten Mal die Schuhe sehen, wenn ich dann sage, das sind ja Entenschuhe und so weiter. Wir müssen also ganz, ganz früh anfangen, diese Bewegungsidee beziehungsweise überhaupt eine Vorstellung von wie müsste eigentlich etwas sein, denn da gehen wir ja zuerst ran. Kannst du direkt sagen, ja, damit kannst du halt gut Duckwalks machen. Genau. Das ist gut für deine Hüfte, kann man gut, Sprunggelenke. Genau, also dafür haben wir es eigentlich konzipiert, nur für die Duckwalks. Nein, aber das ist auch einfach, wie steht man eigentlich richtig, wie geht man eigentlich richtig, wenn man da zu 90% falsche Bilder im Kopf hat, weil wir nur falsche Leute draußen gehen sehen, dann muss ich erst diese Idee ändern, also so einen Soll-Zustand im Kopf erreichen, bevor wir überhaupt dann an die Hardware gehen können. Mhm. Das wäre für mich so, dass die Software resetten, dass wir erstmal neue Bilder aufspielen und dann mal gucken, ob die Hardware die Bilder packt oder nicht. Ja, sehr wichtig. Das ist auch etwas, was ich halt dann sehe bei der Kniebeuge. Ne? Wenn jemand auch hier kein Verständnis hat für den Fuß, kein Gefühl hat für den Fuß und dann sagt, ja, aber eine Kniebeuge, das ist doch Hintern voll weit hinten rausschieben und dann irgendwie total weit runtersetzen und dann wird das so eine Mischung aus einem Hip-Hinge und einem Squat und irgendwie dann aber Sprunggelenke machen irgendwie gar nichts und so weiter. Einfach nur, weil, wie du es gerade sehr schön gesagt hast, einfach eine falsche Vorstellung von, wie sieht denn so eine Bewegung aus und darüber dann auch, wie fühlt sich denn so eine Bewegung an. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch darüber dann natürlich auch verletzungsfrei oder ne, verletzungsprophylaktisch an Übungen und Bewegungen ranzugehen. Ich finde es sehr gut, was du sagtest in Bezug auf, wir sehen eigentlich nur falsche Bewegungsmuster. Das finde ich zum Teil erschreckend und ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich genauso wenig abstellen wie ich. Ne, als Trainer oder Therapeut schaut man immer automatisch, da läuft jemand vorne vor dir. Und du siehst halt einen totalen Valgus in den Füßen, in den Knien, in irgendeine komische Rotations- oder Zirkumduktionsbewegung von den Beinen und so weiter. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass dieses Wissen dann an euch draußen weitergegeben wird, dass ihr das vielleicht an jemanden weitergebt, der sagt, ey, ich habe Rückenprobleme, ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Ich krieg schon 6x KG, bin beim Physio, massiert mich die ganze Zeit nur. Ne? Und dann mal zu gucken, okay, wie sind denn eure Bewegungen und wie ist letztendlich die Bewegungsqualität in so einfachen Dingen wie gehen. Ja, es geht mir nicht um eine Performance-Kniebeuge, es geht mir nicht um Performance-Deadlift oder sonst was, sondern nur ums reine Gehen. Gehen wir mal zu diesem Punkt über das Gehen. Ihr habt hier eine schöne Laufanalyse und ne, das Thema Assessment hattet ihr eben ja schon mal betont. Was seht ihr häufig bei den Gangbildern, die hier so durchlaufen? Und was kriegt ihr häufig so für Reaktionen? Ich kann mir vorstellen, dass da auch sehr viele interessante Gespräche schon bei entstanden sind, wenn man denjenigen auf so ein paar Punkte hinweist, hier sollte der Kontakt entstehen und so weiter. Fällt euch dazu was ein, irgendwie eine Story oder letztendlich, wie ist die Kommunikation auch da mit den Leuten, die hier hinkommen? Nee, gar nicht, aber...
Also was man am häufigsten sieht oder was wir am häufigsten hören eigentlich, ist, sobald die Leute Barfußschuhe anziehen oder ihre Schuhe ausziehen, ist, dass sie die Füße einfach nur noch hinflatschen. Mhm. Dass da irgendwo dieser Weg zwischen Ferse und Vorfuß, der ist unbekannt. Das fällt dann einfach nur noch runter. Also da ist sonst eben ein geführter Abrollmechanismus im Schuh eingebaut und dass die Leute erstmal da rumflatschen und dann tatsächlich wie eine Ente gehen, weil das einfach nur noch platsch, platsch macht. Das ist für viele aber dann auch eben auch direkt das erste Gefühl, was sie selber wahrnehmen. Ich gehe ja wie eine, ich flatsche ja richtig und so. Und wo wir sagen, ja, wunderbar, wenn die das selber erkennen schon und dann kann man erstmal anfangen. Hier haben sie die Entenschuhe dazu. Genau, hier haben sie die Entenschuhe dazu. Ja, und dass sie da erstmal selber sehen, dass dann auch im Bildschirm, das kann man kann es dann eben messen, ja. Ne, dass man sagt, okay, hier sind die Zeiteinheiten sehr schnell über diesen Fuß laufend, sehr wenig Punkte und ja, dann können die sich sehr schnell selber korrigieren. Und Selbstkorrektur ist immer das Allerbeste, wenn man dann merkt, okay, das gefällt mir gar nicht so, das ist gar nicht das Soll, was ich im Kopf habe, der Ist-Zustand, und dann können sie es selber korrigieren. Mhm. Und viel außen, also viel breite Spurbreite sehen wir, also viele Menschen gehen einfach wirklich mit den Füßen rechts und links auf Schulterbreite die ganze Zeit und der Mensch hat eben die Möglichkeit, den Fuß diagonal unter den Körper zu setzen und den Fuß unter die Nasenspitze zu setzen, im Prinzip durch eine Aktionslinie, und das sollte man beim Gehen auch annähernd tun, ne? Dass man halt eine schmalere Spur bekommt, das sorgt schon dafür, dass ein Senkfuß im Gehen kaum entstehen kann. Also eine Überpronation ist fast nicht möglich. Also wenn das Bein nach innen kippen. Ne? Genau, dieses nach innen kippen des Fußes ist kaum möglich, wenn das Bein relativ diagonal unterm Körper steht. Aber jetzt nicht der Catwalk, oder? Warum nicht? Also ich frage das nur, weil letztendlich ich denke, dass diese Frage auch von der Zuschauerschaft kommt. So, ja, ich sag, warum nicht? Stell ich mir jetzt vor, so zu laufen? Ja, ich glaube, dass Leute, die auf dem Laufsteg gehen und Tänzer, alle, die jetzt eben so ein bisschen, ich sag mal, affektiert gehen, die haben sich lange mit dem Gehen beschäftigt und man kann sich mehr abgucken, als dass man sich was von denen fernhält. Ja. Ja, also man sollte sich ausprobieren, einfach machen. Und es gibt so ein schönes Video mit den 100 auf so einem Laufband, da ist einer, der läuft 100 verschiedene Laufstile, betrunkener Zombie, vielleicht hast du es mal gesehen und so weiter. Nee, und es ist unglaublich, wie viel Geharten es alleine gibt. Ne? Das ist, warum sich nicht ausprobieren. Mein Hauptding ist, wenn die Leute kommen und sagen, Ballengang oder Fersengang, was soll ich jetzt richtig machen? Dann sage ich immer, Mann, Gott, probier dich aus. Leb, zieh den Kopfhörer aus, mach Musik an, schalt die anderen Leute mal kurz aus und dann leb dich aus. Kennst du bestimmt auch, wenn Leute durch die Stadt gehen, so, ja, wo du mal erst denkst, was ist mit dem los? Aber eigentlich macht er alles richtig. Ja. Ja, der singt, der lebt, der bewegt sich freier und er weniger. Nimmt sich selbst mehr wahr. Nimmt sich selbst mehr wahr, klar, mit Musik in dem Moment, aber ich habe nichts dagegen, mit Musik zu arbeiten. Ne, so. Vor allem geht er nicht hin und sagt, okay, ich muss meine Gefühlswelt abschotten von außen, sondern ich lebe sie halt aus. Genau. Und, ne, da sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung und all das. Also ich finde, man kann ruhig tänzerischer gehen. Nicht, dass ich das könnte, ne? Also ich bin jetzt kein Tänzer, alles andere als das. Also hoffentlich kommt dann nie so ein Workshop, mehr wo so ich eine dann Ballerina, eingeladen werde. Ja, genau. Ja. Das war's schon. Ja. Ich füge noch was. Sehr gerne. Ich füge noch was an. Zum einen, man muss Software, Hardware, bleiben wir bei den beiden Punkten. Man muss einmal die Software wirklich ein bisschen beeinflussen. Und das ist dann oft, wir müssen erstmal klarstellen, dass die Ferse, dass dieses große knöcherne Ding da hinten am Ende des Fußes schon zum Gehen gedacht ist. Das heißt, wir dürfen die Ferse benutzen. Wir müssen sehr, sehr häufig diesen Mythos, Ballengang nenne ich es jetzt einfach mal, um ein ganz, ganz großes Thema anzuschneiden, erstmal revidieren, dass das menschliche Gehen, weder das menschliche Gehen noch andere Bewegungsarten, schwarz-weiß, zu kategorisieren sind. Das heißt, es ist immer irgendwas dazwischen. Und das ist dann im Beratungsgespräch oder auch im Training und im Workshop schon mal echt eine knifflige Nummer, weil manche Menschen sehr, sehr stark vorgeschraubt sind. Sie sind in den schwarzen Bereich, entweder stark über die Ferse, über den Abrollmechanismus, den die Schuhe sehr, sehr stark beeinflussen, oder wirklich im weißen Bereich, das heißt nur den Ballengang nutzen und die Ferse gar nicht. Und es ist etwas dazwischen. Und das muss man dann wirklich... Die böse Ferse. Die böse Ferse, genau. Ja, man muss sich selbst ein Bild darüber machen. Und wir geben natürlich da gerne die Anleitung zu, in welche Richtung es gehen darf. Aber ich finde Grau eine schöne Farbe. Und
Dann kommt die Hardware dazu und das sind, ja, was sind die beiden Hauptfaktoren, die eine Pronation, eine Überpronation beeinflussen? Das ist A, eine sehr, sehr schwache Hüfte beziehungsweise ein sehr schwacher Hintern. Das heißt, die Po-Aktivierung, Hüftaktivierung, Hüftstreckung ist ganz, ganz elementar. Genauso wie dieser dicke Onkel da vorne am Fuß dran, der meist zu schwach ist und nicht auf der Bewegungslandkarte vorhanden ist. Und wenn man diese beiden Punkte am besten durch das Einbein oder Einbeinstehen wieder beeinflusst, wieder aktiviert, kriegt man Hardware und skilltechnisch sehr, sehr viel wieder hin. Und das sind so die zwei ersten Punkte, mit denen man im Training den Anfänger, Barfußschuh oder Barfußanfänger ganz gut triggern kann. Interessante Komponente kommt ja noch hinzu, wenn wir so den angewandten Neurologie oder Neuroathletik, wie es ja heutzutage genannt wird, mit hinzunehmen. Ne, das Thema Vestibulärsystem einfach, Gleichgewichtsorgan, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Auch da, ne, dadurch, dass wir halt die ganze Zeit sitzen, dadurch, dass wir uns wenig wahrnehmen und wenig spüren, haben wir natürlich auch eine massive Beeinflussung vom Vestibulärsystem. Ne? Und dass wir da einfach auch nicht wirklich mehr wissen, okay, wo ist denn die Mitte? Und dann stellt man die Leute in einem Stand, bestenfalls noch Augen zu und alle gehen segeln. Ne? Und das ist dementsprechend, finde ich, auch einfach ein Thema, was so, du hast gerade gesagt, alleine schon Ballen, Fersengang, diese Differenzierung davon zu nehmen, ist schon ein Riesending. Und ne, der Fuß, wie viele Muskeln der alleine schon hat und aufweist, darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Ne, wie viele Gelenke innerhalb des Muskels, des Fußes an sich sind, ne, die ja auch alle Bewegungen untereinander bedürfen, um gesund zu bleiben und so weiter, ist einfach auch da ein wichtiges Thema aufgrund dessen, dass wir dem einfach auch wenig Aufmerksamkeit schenken. Ne. Zum Abschluss würde ich doch einfach mal an euch beide die Frage stellen. Erstmal, gibt es noch etwas, was ihr sagt, hey, das wurde jetzt noch gar nicht angeschnitten, das würde ich auf jeden Fall noch sagen wollen, und welchen Tipp habt ihr für diejenigen, die sagen, ja, ist interessant, ich würde mich gerne damit mal beschäftigen. Wo sollen die anfangen? Zum einen dürfen sie keine riesengroßen Erwartungen haben. Erwartungen hat jeder, jeder Sportler, jeder Mensch, der mit Verletzungen zu tun hat oder gezwungenermaßen zu tun hat. Er hat riesen Erwartungen an den Heilungsprozess, an die Muskelmasse, die aufgebaut wird, an die Geschwindigkeit im Laufstil und so weiter. Die Erwartung, finde ich, sollte man erstmal drosseln, dass man mit einem gesunden Mindset daran geht und nicht zu krankhaft, zu extrem denkt. Dass erstmal den Ball flach halten, um wieder ganz am Anfang des Gesprächs zu sein. Dann, wie man anfängt, ja, ich finde schon methodisch-didaktisch erstmal zu sagen, okay, wie willst du dich langfristig bewegen? Und das Spüren würde ich als elementare Hausaufgabe Nummer 1 mit reinnehmen. Der Mensch muss wieder verstehen, zu spüren. Den Untergrund, den sonstige naturbetroffenen Gegenstände, er muss mal wieder mehr in den Wald gehen, wieder mehr hören, mal vielleicht weniger die Stöpsel während der Stadt tragen. Und dann erstmal wieder ein bisschen zu sich kommen und sich dann einfach eine gesunde Einstellung zu dem ganzen Thema machen. Und vielleicht nicht so sich stark von anderen von außen beeinflussen lassen, sondern sich fragen wirklich, okay, was will ich? Was will ich selber? Will ich eine gute Haltung haben? Will ich schneller gehen? Dann sind Barfußschuhe sowieso erstmal raus. Oder möchte ich langfristig an meiner Gesundheit arbeiten? Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Start, zu fragen, okay, wo will ich hin? Was will ich? Was mir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, und das geht jetzt an euch alle da draußen, und zwar habe ich zwar gesagt, man darf das Ganze nicht dogmatisch angehen, das gilt für das Training, wie der Ben es gerade gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass wir auch nur den Hauch einer Bewunderung für konventionelles Schuhwerk haben, insbesondere für Business-Schuhe, High Heels oder irgendwas in der Richtung. Das ist alles die absolute Vollkatastrophe. Mit wenig Ausnahmen, und damit meine ich jetzt wirklich den eng zugeschnittenen, spitz zulaufenden Anzugsschuh mit Absatz. Für diesen gibt es einfach überhaupt keinen orthopädischen Grund, auch wenn das manchmal anders gesagt wird. Damit ruiniert man sich tatsächlich auf Dauer die Füße. Und es gibt eben eine ganze Menge Mitbewerber im Gesundheitsbereich bei Schuhen, wo ich sagen würde, okay, kann man machen, aber eben diese normalen, herkömmlichen Schuhe
sind eben eine Vollkatastrophe, meiner Meinung nach, und ein Überbleibsel aus dem 16. Jahrhundert, wo da gibt es eine ganze, kann man ein ganzes Video drüber drehen, wie Schuhe eigentlich entstanden sind und vom Reitstiefel immer noch abgeguckt und byzantinischer Mode, die da allerdings einen Sinn erfüllte, letztendlich eben einfach nur gesundheitsschädlich, und werft die Dinger über Bord, kauft euch vernünftiges Schuhwerk, welches genug Platz bietet, was flach ist, was breit genug ist und vor allen Dingen keinen Absatz hat. Und da wir hier eine ganze Menge haben, von ungefähr 110 Modelle, ist immer was für jeden dabei. Und da kann ich einfach nur sagen, wie gesagt, es gibt auch Mitbewerber, aber keine einzige Firma hat so eine große Produktpalette an gesundheitsfördernden Schuhen wie Vivo Barefoot. Und sie sehen halt auch gut aus. So, das ist auch das, was ich auch, genau, Punkt. Das ist das, was ich auch immer wieder einerseits zu hören bekomme und so weiter. Ne? Barfuß wird immer noch gerne schnell in die Öko-Richtung geschoben. Ne? Hipster, Hippie-Schuhe etc. Ich meine, das muss man nicht ungesagt lassen. Was ich aber sagen ist, alles klar, deswegen bin ich bei euch. Deswegen sage ich, hey, lass uns darüber ein Thema machen. Und deswegen trage ich auch diese Schuhe, weil ich sage, damit fühle ich mich auch wohl, was einen Fashion-Aspekt angeht. Und das ist auch heutzutage, ich meine, das gehört halt zur Gesellschaft ein bisschen dazu. Nicht nur ein bisschen, sondern verdammt nochmal sehr viel. Und deswegen, ja, kann ich euch auch nur ans Herzen legen oder empfehlen, hey, beschäftigt euch mit dem Thema. Wenn ihr sagt, habt ihr keine Zeit, habt ihr keine Lust, dann halt nicht. Aber für diejenigen, die gesagt haben, hey, wir haben ein offenes Ohr, irgendwie interessant, da war auf jeden Fall was dabei, dann gerne mal hier im Laden vorbeischauen, oder ansonsten gibt es auch noch in Düsseldorf, in Bonn, in Berlin, Hamburg, wo noch? Berlin, Hamburg, Berlin, hast du gesagt, Leipzig, Dresden, Reutlingen, München, Freiburg, Bielefeld ganz neu und ein paar kleine Stores in Biberach, Bad Dürkheim etc. Okay, also genügend Auswahl in den Ecken Deutschlands. Ne? Okay, ja, dann vielen Dank, Jungs, dass Danke. Ihr euch jetzt nach Ladenschluss noch dazu bewegt habt, mir die Tore zu öffnen, um letztendlich für euch das Interview hier aufzunehmen. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, keep moving, stay sexy. Habt ihr noch was? Dankeschön. Danke.